Wo muss ich denn nun hin? Ach, dritte Etage. Am besten ist, ich nehme die Treppe. Wissen Sie überhaupt, was es da für tolle Bücher gibt? Auch plattdeutsche Bücher. Mal sehen, was ich mir heute aussuche. Und wenn ich Glück hab, dann ist es da auch nicht so voll. Oh, das gibt es doch gar nicht. Das ist aber wirklich selten, dass man hier mal jemanden trifft. Entschuldigung. Hallo, Sie. Kann ich da auch mal was gucken? Ja, klar, klar. Kann ich vielleicht helfen? Suchen Sie was Bestimmtes? Ja. Ich suche was Plattdeutsches. Wie bitte? Ach, was Plattdeutsches? Sie sind doch noch so jung. Sie haben gerade meinen Tag gerettet. Danke dafür. Na klar, Mensch, ich snack platt. Wo seht doch bestimmt auch, oder nicht? Na klar, ich komm jo vom Land. Plattdütsch. Komm, klick's not a mother make. Aber eins will ich dir noch vertellen. Ich snack kein Bremer platt. Und wie wär das bei Sie? Bei mir wird ein Lütbeten was anders. Ich snack so ein Lütbeten Bremer platt. Man, ich hef das erst liert, da wär ich weit von der Muttermilch weg, ne? Und mir hat das ein wiest und liert. Und ich hat das lehren muss mit Vokabeln und so ein Chrom, ne? Und das war dann so langsam bete und dann konnte ich was lesen und dann konnte ich auch was sprechen, ne? Ach so, sieh mal an. Sögt sie denn vielleicht was Besonderes? Tüfte mal eben. Habt sie einmal die plattdütschen Nachrichten hört? Oh, da könnt sie auch auf. Einfach ist das schon nicht. Das mit dem politischen Chrom. Also, ich mein das in plattdütsch zu bringen. Die Nachrichten, mein ich. Das stimmt. Denkt sie mal bloß nur an, wenn das um Krieg geht. Na und? Das gibt jo in Platt. Tun bis wir kein Wort für Krieg. Übrigens, wenn Sie zu Hause da an den Geräten, wenn Sie uns bis hierher in Platt gut haben folgen können, hey, dann beschäftigen Sie sich doch auch mal mit der Sprache. Egal in welcher Form. Hören, lesen, wie auch immer. Hören wir doch jetzt mal wieder rein, wie das mit unserem Gespräch weitergeht. Wenn ich ja so über nachdenk, dann würde ich sagen, die haben sich all in der Wuld kriegen. Wenn ich mal hört sich das ja ein Lütbeten was lustig an. Tun bis will, wenn die über einen Bürgerkrieg in Afrika was zu vermelden haben, dann würde ich sagen, sie habt sich all wieder in der Wuld kriegen. Da habe ich auch noch einen. Wissen Sie, was Schrankenwärter auf Plattdeutsch heißt? Na klar weiß ich das. Für Sie zu Hause an den Geräten, wir lassen das jetzt hier unten mal durchlaufen und dann können Sie das mal mitlesen. Gesprochen klingt das so. Eisenbahnpol ob und Dohldreier. Da fällt mir ein, jetzt sind wir ganz von den Büchern abgekommen. Ach, stimmt, sind wir. Also ich suche Otschen Aldach von Georg Droste. Otschen Aldach, ja, das kenne ich. Aber gelesen habe ich das nicht. Nicht? Das soll ja so eine Art Historienroman über Bremen sein. Ich habe gehört, in dem vierten Band, Otschen Aldach und Sin Murhex, da ist er sogar auch in Schwachhausen gewesen.
Sag bloß, gibt es das eigentlich auch in Hochdeutsch? Ja, davon habe ich gehört. Das soll ja auf der einen Seite steht es in Hochdeutsch und auf der anderen in Plattdeutsch. Jetzt habe ich mir überlegt, das nehme ich mir mal mit. Das ist gut. Und Sie zu Hause, hey, probieren Sie das da auch mal.